Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Lustige Witze. Ab jetzt starten wir einen neuen Versuch mit diesem Format, denn wir haben ein komplett neues Design. Und das, was wir jetzt gerade aufnehmen, die Witze kenne ich selber noch nicht, denn ich habe jetzt jemanden, der die für mich vorproduziert. Grüße gehen raus an Lea. Alles, was ihr nicht lustig findet, könnt ihr jetzt in den Kommentaren an mich auslassen. Und ich würde sagen, wir starten mal. Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Mein Name ist Frank, wie Safranknolle. Habe ich dich eigentlich vorgestellt? Achso, ja, das ist mein Bruder. Sie kennen mich aus Festivalvideos wie GOND 2016, GOND 2017, GOND 2018 und GOND 2019. Jedes Mal, wenn ein Vogel auf mein Auto kotet, gehe ich auf meine Terrasse und esse Rührei. Einfach nur, um zu zeigen, wer hier der Boss ist. Was hat XXX Lutz mit Hämorrhoiden gemeinsam? Den roten Stuhl. Oma, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ich? Keine Ahnung, ich lass mich von dir gerne überraschen. Liebes Dr. Sommertin, mein Freund und ich versuchen seit 6 Monaten schwanger zu werden. Doch irgendwie passiert nichts. Kann es sein, dass er impotent ist? Lieben Gruß, Kevin. Sag mal, du bist aber schlagartig dick geworden. Ja, es brach plötzlich und ohne Vorwarnung über mich herein. Es war wohl ein Tsunami. Gib mir all deine Garnelen. Schrimperativ. Bezos verkündet Rückzug als Amazon-Boss. Oder wie ich es nenne, der Jeff-Sessel wird frei. Orcas will nicht, Orcas muss. Zigaretten sind wie Eichhörnchen. Eigentlich sind sie ja harmlos, außer man steckt sie in den Mund und zündet sie an. Hallo, ich bin Tina. 1,69 Meter barfuß, 1,78 Meter in Stöckelschuhen, 1,10 Meter, wenn du lieb bist. Was ist ein totes Baby am Strand? Ein Möwenpick. Da hat sie mich noch gefragt. Auf einer schwarzen Humorskala von 1 bis 10, wo 1 ist, ist okay und 10 geht gar nicht. Wo ist es? Ich habe gesagt 1. Ja, definitiv. Ja, ich habe den Körper eines Topmodels. Er liegt im Keller. Sie, was schaust du dir da für eine Nutte auf dem Handy an? Ja, das ist dein Instagram-Account. Was ist schwarz und liegt am Meeresgrund? Sicher kein Wunschkind. Muss man den Versöhnungsex eigentlich mit der Frau haben, mit der man sich gestritten hat? Trotzdem bleibst du immer ein Neger. Ja, ich weiß. Nein, du Schwarz. Hab grad das Kleingeld unter dem Bett gefunden, das mir beim letzten Sex aus der Tasche gefallen ist. Immerhin 3 D-Mark. Das ist wie, jedes Mal, wenn ich Sex habe, rauche ich eine. Wusstet ihr, dass die Schachtel mal 3 Mark gekostet hat? Die neue Praktikantin hat meine Jacke runtergeschmissen. Soll ich sie aufhängen? Ja, aber lass es wie ein Unfall aussehen. Was ist besser, als die Paralympics zu gewinnen? 2 Beine. Woran erkennt man, dass die Polen schon im Weltall waren? Beim großen Wagen fehlen die Räder. Mami, was ist eine Abtreibung? Frag deine Schwester. Aber ich habe keine Schwester. 8 Grad minus. Geil. Heute mal nicht ganz so warm. Körpergeräusch. Warum haben sie den Gruselclown so zugerichtet? Die Nase hat so lustig gehupt. Also ein Gruselclown hier mit so einer Blume mit Wodka drin. Das wäre geil für ein Festival. Willst du mal an der Blume riechen und dann kommt da Unterwerk raus? Erstes Date. Er? An Frauen finde ich es sehr sexy, wenn sie Persönlichkeiten haben. Sie? Da hast du Glück, ich habe gleich 2. Ich bin genau zur falschen Zeit geboren. Für einen eigenen Sklaven zu spät und für einen eigenen Roboter so früh. Neulich bedrohte mich ein Gangster. Ich schieb dir gleich meine 9mm in den Arsch. Ich muss schon sehr lachen. Welcher Laden wird in Polen kaum besucht? Das Fundbüro. Könntest du das Messer von deinem Router entfernen? Warum? Du hörst dich immer so abgeschnitten an. Da sitzen ein Türke, ein Pole und ein Afghan im Auto. Wer fährt? Die Polizei. Lieber eine Schwanzgierige als eine ganz schwierige. Was ist schwarz und fliegt am Himmel? Eine fliegende Unterrasse. Wie geht es dir? Kann ich klagen. Manfred, 57, Rechtsanwalt, derzeit arbeitslos. Fassungslos. Glühbirne fällt zu Boden. Mann zum Kellner. Ich hätte gerne 3 Eier, Kellner. Ich auch. Adolf Hitler hatte nicht nur ein Ei, er hatte 4. In See gestochen. Wespe verfehlt, Badegast nur knapp. Kommt die Lok mit viel Gebimmel, fährt dem Opa übern. C. Da oben fliegt ein dicker Geier, von unten sieht man seine Füße. Meine Kumpels und ich werden uns nachher Ferngläser kaufen. Und dann? Dann sehen wir weiter. Wenn die Stiftung Warentest Dildos testet, ist dann befriedigend besser als gut? Ich lache schon wieder vor Weinen. Nee, warte. Egal wie viel Currywurst du isst, Freddy isst mehr Curry. Unglaublich, mein Nachbar hat auch tatsächlich mitten in der Nacht um 2 Uhr bei mir geklingelt. Mir wäre fast die Schlagbohrmaschine aus der Hand gefallen. Ich habe vor Jahren einen Bumerang weggeschmissen. Jetzt lebe ich in ständiger Angst. Bonk, go to horny jail. Neulich bei einer Verkehrskontrolle. Polizist, Papiere, Fahrer. Schere, gewonnen. Chuck Norris? Nie von ihm gehört. Bud Spencer. Die Polizei hat einen Schniedel gefasst. Er hat gestanden. Ich bin völlig gerührt, sagte der Teig und guckte mich an. Ich verliebe mich alle 11 Minuten auf Page. Gustav, 78, dement. Ich habe heute mein erstes graues Schamhaar entdeckt.
Ich bin aber nicht so ausgerastet wie die Leute im Fahrstuhl. Dieses Format lebt nur noch durch euer Teilen. Also warum nicht mal diesen Link kopieren und bei euch einfach in der WhatsApp-Story posten? Das wäre doch mal was, oder? Ja, richtig. Nach wie vor könnt ihr mich auf www.patreon.com/masterjam mit 1 Euro oder mehr im Monat unterstützen. Denn die Person, die mir hier die Arbeit abnimmt und die Witze erstellt, die muss ja auch von irgendwas bezahlt werden. Wir nehmen auch Pfandflaschen. Wir versuchen jetzt so regelmäßig wie möglich neue Folgen rauszubringen und ja, wie würde ich sagen, peace out, ich bin draußen. Komm, abonnier!